Ja, hallo zusammen. Heute werden wir mal gemeinsam mal wieder ein Tierchen malen, nachdem ich in letzter Zeit so viele florale Motive hatte. Und zwar kommt die Anregung von euch. Ich habe mal eine Umfrage gemacht, 2022. Welche Videowünsche habt ihr oder welche Fotos Künstler könnt ihr zur Verfügung stellen? Und dabei ist der Name von Lori Müller, also Lori Müller wahrscheinlich in Deutsch ausgesprochen, gefallen. Eine amerikanische Künstlerin, die mir deswegen gleich sympathisch war, weil sie direkt auf der ersten Seite ihrer Webseite erwähnt, dass sie sich das Malen selber beigebracht hat, genau wie ich. Ja, und die hat auch so einen ähnlichen Stil. Ich nenne es mal so Neo-Impressionismus. Ja, ich verwende heute zuerst, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Farbauswahl wirklich passt, Paints Grau. Wer kein Paints Grau hat, nimmt Eisenoxid Schwarz und Ultramarin Blau im Verhältnis 1 zu 1, Cadmium Rot, Cadmium Gelb und Cölin Blau und Titan Weiß, also eigentlich relativ wenig Farben. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich verwende heute Lukas Krühl Pastos. Und da ist das Cölin Blau ein bisschen anders als bei den anderen Lukas-Farben, die ich normalerweise verwende. Hier bekommt man wirklich ein kräftiges, intensives Grün. Wenn ich die anderen Lukas-Farben nehme, dann geht es eher in den Türkiston. Also das müsst ihr jetzt euch entscheiden, welche Farben ihr dafür verwenden wollt. Vielleicht haut es hier nicht ganz hin, dann müsst ihr ein anderes Blau verwenden. Eventuell so Richtung, ja, Türkis, weiß ich nicht genau. So. Den Hintergrund werde ich jetzt entgegen der Fotovorlage, die ich euch hier einblende, wie immer oder fast immer, etwas einheitlicher gestalten, damit ich es halt in der Zeit auch wirklich schaffe. Und legen wir mal los. Ich werde wahrscheinlich sehr, also ich fange mit dem Malmesser an. Die Frau Müller, die arbeitet tatsächlich viel mit dem, also sehe ich an den Spuren auf der Leinwand, viel mit dem Malmesser und arbeitet dann in der Trockentechnik. Mal gucken, was ich hier davon umsetze. Also im Moment ist es nur eine Inspiration. Ich weiß auch nicht genau, ob ich das wirklich so eins zu eins machen werde, wie die Dame das macht. Ja, ihr seht dadurch, dass ich die Farben auch auf der Palette nicht komplett ausmische, also dass eine völlig einheitliche Farbe entsteht, bekomme ich hier halt einen sehr lebendigen Hintergrund, wo ich mir jetzt in dem Fall halt gar keine Mühe gebe, da jetzt großartig das Original zu versuchen nachzuempfinden, also detailgetreu nachzuempfinden. Ich bin damit, so wie es jetzt ist, einfach völlig zufrieden. So, jetzt werde ich hier nur ein bisschen Dunkelheit hier in der Ecke einfügen. Nehme ich einfach mehr von dem Cölinblau, gibt es hier zu meiner Grünmischung und arbeite dann relativ trocken hier in der Ecke auch nochmal. Einfach aus dem bildkompositorischen Grund heraus, dadurch, dass die Ecken halt ein bisschen dunkler sind, wird der Blick halt mehr ins Zentrum des Bildes geleitet. Hier im Vordergrund verwende ich einen blauen Farbton. So, im Vordergrund werde ich einen bläulichen Farbton verwenden. Dazu habe ich einfach preußisch Blau mit ein bisschen Cölinblau gemischt und gebe etwas von dem Weiß dazu. Soll nicht zu dunkel sein. So, und was mir bei dem Original ganz gut gefällt, das ist dieses farblich sehr überblendete Blau. Dann nehme ich einfach Cölinblau mit ein bisschen Weiß, ein bisschen von dieser Farbe, die ich eh schon habe. Gibt es hier so an der Grenzlinie nochmal drauf. So, ich lasse es ein bisschen trocknen. Ich werde hier vorne noch ein ganz klein wenig Rottöne nachher einarbeiten. Da ist der Vorteil, wenn man vorher mit dem Malmesser gearbeitet hat, dass man eine unregelmäßige Oberfläche hat. Und wenn man parallel zur Oberfläche mit dem Malmesser drüber geht, dann bleibt halt nicht vollflächig die Farbe hängen, sondern nur an den erhabenen Teilen. Und es gibt halt einen ganz schönen Granuliereffekt. So, jetzt
Fangen wir mal mit der Gans an. Ich habe ja gesagt, die Dame verwendet überwiegend Trockentechnik, aber der Untergrund ist nicht Trockentechnik. Und das mache ich jetzt mal. Das versuche ich jetzt mal umzusetzen. Ja, ich müsste jetzt eigentlich warten, bis die Farbe im Hintergrund trocken ist, aber er kennt mich ja. Ich bin da manchmal etwas ungeduldig. Ich habe ein ganz klein wenig jetzt zu dem Weiß von dem Cadmiumrot dazugegeben. Ihr könnt natürlich auch andere Rottöne nehmen. Wie gesagt, die arbeitet an mehreren Schichten. Jetzt gebe ich ein bisschen mehr dazu, macht die ganze Sache etwas dunkler. Gleichzeitig gebe ich noch ein bisschen Gelb dazu. So, wenn ich jetzt hier oben im Schatten bin, also hier ist nicht mehr ganz so viel Sonne wie in den anderen Bereichen. Und die Dame achtet nicht sehr auf Details. Ja, das fällt mir natürlich jetzt schwer, weil ich ja so gerne immer mal wieder mit Details arbeite. Das heißt, ich muss mir jetzt schon überlegen, welchen Strich ich setze. Also hier zum Beispiel setze ich einen Strich, setze ich bis hier hin. Hier unten arbeite ich auch mit der Farbe weiter. Also ich muss gucken, dass es jetzt nicht zu orange wird, weil die richtig das Knallorange ist, brauche ich für den Schnabel. Also immer ein bisschen mehr mit dem Rot arbeiten, was eher so ein Lachston ist. So, mal gucken, hier ist ein Farbton, hier ist ein Strich, hier ist ein Strich. Hier sind diverse Striche. So, und jetzt machen wir was Komisches, jetzt mische ich die zwei Farben ineinander. Damit bekomme ich nämlich diesen Farbton hier. Hier so eine Kleinigkeit, ich habe ja gesehen, die Vorzeichnung, die habe ich ganz einfach wieder mit dem Kohlepapier gemacht. Malen nach Zahlen, hier ist so ein kleines Dreieck, das ist so bläulich und das male ich deswegen halt mit so einer bläulichen Farbe aus. Sobald ich bin mit der Farbe noch nicht so ganz zufrieden, da werde ich gleich nochmal mit Kylinblau nach. Jetzt mische ich mir da eine etwas dunklere Farbe für die Schattenbereiche. So ein ganz klein wenig, so ein ganz klein wenig ein Violettton. Ein dunkler hier. Da wird es sogar noch dunkler, das werde ich aber gleich erst machen. Wenn es trocken ist, ein bisschen wollen wir ja die Technik der Dame auch illustrieren. So, ich lasse die ganze Sache jetzt mal ein bisschen trocknen und arbeite eben am Schnabel weiter, weil ich da gerade Platz habe, da komme ich gut ran. Ist ja relativ einfach, gelb mit ein bisschen rot, dass es halt orange wird. Und zwar haben wir am Anfang, hier oben haben wir ein sehr knalliges Orange. Und nach unten wird es eher rötlich. Ganz unten drunter ist es dunkel, also ist natürlich klar, das Licht kommt von vorne oben, das sieht man hier an der hellen Stelle der Brust. Das heißt, das muss ich ein bisschen abdunkeln, dann nehme ich jetzt mal das pure Rot. Mal es hier so drüber und bekomme einen dunkleren Farbton. So. Und hier haben wir die Nasenöffnung auf dem Schnabel, das ist einfach nur so ein Halbrund. Also ihr seht wieder, dass ich keinen Schnabel mal, sondern wie immer hingehe und einfach nur geometrische Formen male. So, das Auge hätten wir auch. Dann habe ich ja gesagt, hier hinten ist es nochmal extra dunkel. Das heißt, hier gehe ich nochmal hin und mit purem Paints Grau erhöhe ich hier so ganz leicht die Dunkelheit. Und seht, was das jetzt ausmacht, diese Kleinigkeit, ne, diese dunkle Stelle. So, jetzt habe ich Cadmium Rot genommen, ein bisschen was von dem Paints Grau dazu. Warum? Weil ich damit die Schattenfarbe der Beinchen hier hinbekomme. Auch da überlege ich mir halt jetzt wirklich hier im Gegensatz zu sonst jeden Strich. Hier ist ein Schatten, ich übertreibe den mal, der ist im Original nicht so stark. Dann hier unten ist auch ein Schatten. Da ist sogar noch ein viel tieferer, dunkler Schatten drunter und das
mache ich jetzt einfach mit dem Paints gerade, dass ich hier nur einen dunklen Strich drunter setze. Das gleiche mache ich hier. Ja, und wenn ihr mal die Farbe vom Schnabel mit den Füßen im Original hier vergleicht, dann seht ihr, dass sie relativ ähnlich sind. Das heißt, ich kann mit den Farben, die ich hier angemischt habe, weiterarbeiten. Ja, hier ist ein Strich, hier ist ein Strich, hier ist ein Strich. Also im Prinzip, was ich jetzt mache, ist ein bisschen malen wie in den Kursen, die ich gebe, weil da gehe ich also ähnlich detailliert vor, sodass es als den Kursteilnehmern dann halt relativ einfach fallen sollte und auch fällt, das, was ich halt vormale, nachzumalen. Und ich sage dann halt nicht, ja, jetzt musst du ein C malen oder so, sondern ich sage einfach, da muss ein Strich hin. Ne? So, ich werde mir jetzt bei den Füßchen jetzt nicht mehr so viel Mühe geben, weil mir das ehrlich gesagt zu viel Arbeit ist und das Video sonst einfach unendlich lang wird. Aber ich nehme jetzt wieder ein bisschen mehr von dem puren Rot. Ich habe ein bisschen Farbe auf dem Pinsel, dass es eben nicht so wirklich so knallig wirkt, wie es hier auf der Palette aussieht. Und das ist halt auch so ein Trick von mir. So, und damit habe ich das auch fertig. So, jetzt gucken wir, was wir noch weitermachen. Ich mische hier ein ganz klein wenig zu dem Weiß dazu von der Farbe, die ich gerade für die Füßchen verwendet habe. Das mache ich hier oben noch so einen kleinen Halbrund, damit halt die Farbunterschiede nicht so krass sind zwischen vorne und hinten, also zwischen dem Brustbereich und dem hinteren Bereich. So, jetzt nehme ich mal das Kylinblau und gebe Weiß dazu. Seht, dass ich das nur am Rand mache, dann habe ich mehr Kontrolle. Wie dunkel oder wie hell es wird, jetzt merke ich, okay, kann ich alles reinmischen, passt vom Farbton her. Ja, jetzt kommt das, was ich ja gesagt habe, Trockentechnik, das heißt, ich gehe in die Farbe rein, streiche die Farbe ab, dass nur ganz wenig auf dem Pinsel ist und arbeite total vorsichtig mit ganz wenig Druck und kann damit halt wunderschöne Farbübergänge erzeugen. Da muss ich nochmal nachjustieren. Ist ein bisschen dunkler hier. Da arbeite ich jetzt aber auch trocken. Also ganz wenig Farbe auf dem Pinsel. So, hier haben wir noch so einen dunkel-orangen Streifen. Füge ich hier auch in der Trockentechnik ein. Der geht hier so ein bisschen rüber. So, jetzt werde ich eher so in den Pink-Bereich noch reingehen. Also Weiß mit dem Rot mischen. Ich mische so ein bisschen in die fast getrocknete Farbe rein, damit es halt nicht ganz so extrem krass pink wird. Die weiße Farbe rein, kann jetzt mit der Farbe, die ich auf dem Pinsel habe, weiterarbeiten. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Rein Weiß und hier das gemischte Weiß. Damit arbeite ich hier oben weiter. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch was mit Laurie Mueller zu tun hat. Aber mir macht es gerade Spaß. Ich mache jetzt einfach weiter. Ich hoffe, dass das für euch in Ordnung ist. So, jetzt suche ich nur so einen leicht bräunlichen Farbton. Da gebe ich nur ein bisschen was zu dem Orange von dem Paints Grau dabei. So, hier oben lege ich nur ein ganz helles Kylinblau ab. Hier hole ich mir auch nochmal dieses Dreieck hier raus, das ist nämlich auch ganz hell. Ja, dann schaue ich jetzt, wo ich halt nochmal mit dem Weiß akzentuieren kann. Hier ist so eine helle Stelle, dann haben wir hier nur eine. Hier. 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 Das ist halt jetzt einfach Mut haben, mutige Striche setzen. Und dann mische ich mir nochmal mit der fast getrockneten Farbe nochmal ein helles Rosé. Das ist jetzt das hellste Rosé, das ich bisher gemischt habe. Das ist fast weiß. Und damit kann ich jetzt hier auch noch ein paar Akzente setzen. So, jetzt mache ich das gleiche in der anderen Richtung. Also auch noch dunkle Stellen, zum Beispiel hier mit purem Kylin. Hier noch so einen Schatten reinhämmern. Oben den auch ein bisschen hochziehen. Gucken, kann ich denn noch Schatten machen? Hier vielleicht. Hier. Hier. So, und der letzte Schritt ist jetzt, ich habe ja gesagt, ich möchte im Vordergrund nur einen leichten Rotton drin haben.
Dann nehme ich mir jetzt einen Borstenpinsel. Also ich wollte erst eigentlich mit einem Malmesser arbeiten, aber jetzt nehme ich halt doch einen Borstenpinsel, füge hier nur ein paar Rottöne ein. Und das seht ihr, ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt erkennen könnt, aber auf dem Foto nachher könnt ihr das sehr gut erkennen. Absolute Trockentechnik, ganz wenig Farbe auf dem Pinsel. Funktioniert mit Borstenpinsel am allerbesten. So, und nach hinten, weil das Licht ja von da kommt, nach hinten ist natürlich nur Dunkelheit. Und das heißt, da nehme ich jetzt das pure Kylienblau, mische das hier nur dazu. Gibt so einen Dunkelviolettton und den lege ich jetzt hier auch nicht vollflächig, sondern eben nur mit Trockentechnik hier nur dahinter. Achtet darauf, was das wieder für das ganze Motiv ausmacht. So. Ja gut, ich weiß nicht genau, ob es wirklich ein Laurie Mueller-Bild geworden ist, aber es hat mir jetzt eine Menge Spaß gemacht, es zu malen. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Und ja, wenn ihr Anregungen habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren unten immer hinterlassen. Ich freue mich drüber und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.